Herzlich willkommen, ihr lieben Kniften da draußen, zu einem neuen Test, und zwar Evoland. Und das Spiel ist verdammt laut auf meinen Kopfhörern. Allerdings hier, ich habe die Musik schon auf 1 runter. Hört mal, wie es auf 10 ist. Sollte passen. Auch witzig ist, Gamepad not found. Dann frage ich mich, warum das Ding hier so leuchtet. Aber okay. Okay, spielen wir halt ohne Gamepad. Evoland ist ein, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, also ich kenne nur die Videos, ja, das ist so Zelda im Laufe der Zeit. So, mehr weiß ich nicht. Freischalten, rechte Maustaste. Achso. Linke Taste. Okay. Okay, es geht schon los. Ich höre aber nichts. Kann es sein, dass das im Spiel, ich muss das mal hier vielleicht lauter machen. Weil man hat ja gar nichts gehört. Rechts, links, oben. Hier kommt ja gar kein Ton. Einfacher Bildlauf. Noch eine Kiste. Oh, da war ein Sound. Freigeschaltet Soundeffekt. Okay. Glatter Bildlauf. Okay, meine Maus ist vollkommen latte, glaube ich. Da kann ich. Ich will nicht zurück. Dann mache ich das hier doch nochmal. So. Das ist nicht zu extrem. Dann muss ich ein neues Spiel spielen. Oh, ist das zum Kotzen. Okay, einmal noch rechts. Links, hoch, rüber. Also ich spiele jetzt sozusagen... Okay, ich habe Soundeffekte. Zack. Jetzt kriege ich ein Schwert. Okay. Vorsicht, Monster. Oh, es ist laut. So mit den Charts. Erinnert ganz stark an Zelda. Ich muss mal die Maus hier rausbauen aus dem Bild. Das ist ja ätzend. Wenn ich hier solche Büsche weghauen kann. Ne, kann ich nicht. Aber mit dem Gamepad wäre es natürlich netter, ne? Speicherpunkt, eine Entwicklung der Computerspiele für immer verändert wird. Okay. Sammle alle versteckten Sterne in Evoland. Okay. Eine neue Karte, um Doppelzwillinge zu spielen. Was auch immer. Ich weiß noch nicht, wie ich spielen kann weiter. Fledermaus, nimm das. Wow, Farben. Okay. Kann ich auch die Blümchen hier kaputt machen? Nein. Okay, jetzt sind wir von Game Boy auf NES, aber immer noch krass pixelig. Was? Was? Ich hatte noch einen Speicherpunkt. Hä? Kann mir das bitte mal einer ganz kurz erklären? Ich hatte doch einen Speicherpunkt. Ich bin nur einmal gegen eine Fledermaus gelaufen. Was stimmt denn hier nicht? Nebenbei wird Rainbow Six runtergeladen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, aber bei mir kam gerade die Einblendung. So, und hier steht doch aber Speicherpunkte.
da will ich nicht nochmal gegenlaufen. Fledermaus. Ah, da kommt sie. Spiel gespeichert. Ah, okay. Da muss. Hey, ich lerne das ja auch alles kennen. Ist schon wieder einfach gegengelaufen, aber ich habe einen Speicherpunkt aktiviert. Ich bin am Arsch. Jetzt darf ich fortfahren. Toll, ne? Trotzdem muss ich jetzt diese Scheiße hier nochmal neu machen. Und jetzt waren ja die Fledermäuse. Kacke Fledermaus. So, und wenn ich jetzt hier wieder auf den Speicherpunkt gehe. Ohne Gamepad, wenn man sowas sonst gespielt hat. Das finde ich mit der Tastatur finde ich das sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Aha. Speicherpunkt. Aha. A short story of adventure, video games. Nach jahrhundertlangem Frieden trat eine uralte böse Macht zurück ans Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu bereisen, um in den Notleidenden zu helfen und das Böse zu bekämpfen. Dank des Jahrhunderten Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht ja ganz aus, als würde sich das bald ändern. Handlung, eine kurze Geschichte, um euch in diese neue Welt einzuführen. Danke sehr. War leider... wurde echt immer schneller. Was war jetzt? 256 Farben, das ist schon fast echte Grafik, stimmt's? Geil. Oh oh. Oh oh. Du Ficker! Oh, das ist ja voll ätzend. Nein, muss ich nochmal lesen? Hätte ich auch stoppen können? Nein, ich kann nur... So, damit wir das nicht nochmal haben. Gucken wir gleich mal hier hinten. Ob noch hier auch eine Kiste. Das ist nur ein Stern. Aber damit das auch nicht nochmal kommt. Zack. Ich mag ja solche Spiele. So, wo ist die Fick-Fledermaus? Zeichenanzeigen. Zum Glück scheint euer Held diese Zeichen lesen zu können. Dieser Pfad ist nur für wendige Abenteuer. Okay. Aha. Freie Bewegung. Zeit für etwas Action und Abenteuer. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versuche es mit dem Pfad im Osten. Wieder ein Speicherpunkt, aber ich bin wieder nicht im Osten. Verdammt! Aber weiter östlich geht's doch gar nicht. Jetzt muss
Ach Mensch, hier. Sowas von krass, Zelda. Oh. Inventar, klick auf das Symbol-Tab. Wow, ich habe einen Tab. Monster zu töten ist bei eurer Quest mitunter hilfreich. Komm ich nicht hin? Schnell nochmal. Speichern. Voll witzig. Eingelaufen, fertig. Die Welt zu erforschen ist nett, nehmt euch aber vor zufälligen Begegnungen in Acht. Rundenbasierender Kampf. Gehen wir zu einem anderen Kampfstil über. Jawohl. Angriff. Angriff. Ihr 50 Gries gewonnen. Nicht Jill, sondern Gries. Mode 7 sah fantastisch aus, als es seinerzeit 1990 eingeführt wurde. Das hier ist wie bei wie heißt es denn? Secret of Mana. Also, ohne Scheiß, die Idee ist ja wohl cool von dem Game. Ortsnamen, hier erfahrt ihr die Wiese. Die Namen der Orte, die ihr bereist. Sehr geil. Okay, muss ich ja nicht gerade unbedingt kämpfen. Erstmal. Muss mal ein bisschen Ausschau halten, was wir finden. Ich muss weiter weg vom Monitor. Ich habe einen 27 Zoller. Ich habe einen 27 Zoller und das brennt mir in den Augen, ey, diese Pixellandschaft. Oh, hier kann ich speichern. Doch mal alle tot. Bisschen Zeit sparen. Hätte man so zu töten, ebenfalls zu schätzen. Ist die Musik in Dörfern immer so nervig? Jetzt bin ich in einem Dorf. Endlich jemand zum Reden, oder auch nicht. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Bin ich denn jetzt in einem Dorf? Lass mich in Ruhe und spiel mit den anderen Kindern. Na tolle Wurst, ich bin kein Kind. Ich bin hart unterwegs, Alter. Was macht ihr hier? Kinder gehören ins Bett. Wenn ihr nicht lieb seid, kommt der böse Kefkas Geist und frisst euch auf. Da komm ich auch nicht rein. Oh, brennt mir die Augen. Tut mir leid, mit Kindern rede ich nicht. Ja, das, ihr seid alle gleich toll. Die Tür geht auch nicht auf. Ah, hier ist ein Kind. Erwachsene sind nicht lustig. Sie beschweren sich ständig über uns Kinder. Wenn ich bloß den Wachstumssamen essen könnte, dann wäre ich kein Kind mehr. Der Samen, den ich gefunden habe, ist aber in den Brunnen gefallen. Dort unten ist es dunkel und ich habe Angst, ihn zu holen. Na, dann wissen wir doch, wo wir hin müssen. Wo ist der Brunnen? Der war doch hier irgendwo. Den Brunnen betreten? Ja, klar. Okay, hier kann ich wieder kämpfen. Ich frage mich immer, wie das geht, wenn ihm ein Samen ist in den Brunnen gefallen, ja? Die Karte Wurm. Eine neue Karte, um
Doppelzwillinge zu spielen, was? Keine Ahnung. Wahrscheinlich kommt dann noch so ein Kartenspiel wie bei Final Fantasy. Das wäre ja cool. Ihr habt einen merkwürdigen Samen gefunden. Wollt ihr ihn essen? Ja. Jetzt bin ich erwachsen, ja? Ich habe etliche merkwürdige Geräusche in den nördlichen Höhlen gehört. Aha, jetzt bin ich erwachsen. Vorhin hat uns ein Mädchen besucht. Ist sie eure Freundin? Kann ich jetzt hier rein? Nein. Die Kristallhöhlen im Norden sind ein gefährlicher Ort. Angeblich lebt Kefkas Geist dort. Doch noch kein Abenteurer ist zurückgekehrt, um uns davon zu erzählen. Also die Idee finde ich ja echt total witzig. Also ein bisschen wird hier das Ganze auf die Schippe genommen. In den Höhlen da vorne gibt es ziemlich starke Monster. Mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Das nimmt echt dieses ganze Rollenspiel-Ding voll auf die Schippe. Kriege ich denn jetzt krasse Ausrüstung her? Wir kommen in Papunika. Wir wünschen euch einen angenehmen Aufenthalt. Jawohl. Geht's auch nicht weiter? Erwachsene sind nicht so lustig. Alles schon erzählt. Häuser betreten. Oh. Wir können die Privatsphäre sehr gut. Gastwirt, falls ihr etwas müde seid, wartet ein warmes Bett auf euch. Zu einem fairen Preis. Ihr seht müde aus. Möchtet ihr euch gegen 10 Gläser gemütlichen Gasthaus? Nein. Aber auf die Idee zu kommen, ne? So ein Spiel herauszubringen, was einfach diese ganzen Spiele so ein bisschen verarscht, ist schon witzig. Ladeninhaber, bei dem könnt ihr eure... Ah, hier ist es Gil. Willkommen im Abenteuerladen. Bitte gebt euer ganzes Geld hier aus. Danke. Trank, Langschwert, Kupferrüstung. Kupferrüstung. Ihr habt den Gegenstand Kupferrüstung gekauft. Eure Verteidigung ist erhöht. Jetzt habe ich eine Kupferrüstung. Aber kein Geld mehr. Das war's schon. Jetzt habe ich eine Kupferrüstung. Jetzt kann ich doch mal hier vorne ein bisschen... Sieht man hier was? Nein. Höhlen da vorne mit eurer derzeitigen Ausrüstung lassen wir euch nicht vorbei. Oh, leck mich doch am Arsch. Eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Torque. Was das bringt, weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Bin ich hier oben schon drin? Diese Tür ist verschlossen. Was sich wohl dahinter verbirgt? Was mache ich denn jetzt? Ich darf ja nicht vorbei mit meiner derzeitigen Rüstung. Halt die Klappe. Hier war ich drin, ne? Das ist der Ladenbesitzer, ja. Da muss ich irgendwie wieder raus aus der Stadt. Ich brauche noch mehr Geld. Grand Quest Monsters, das war so. Aber das sah in meiner Fantasie sah das viel besser aus, Dragon Quest Monsters. Ah. 50 Chill. Hier ist alles. Wow, das schockt mich jedes Mal wieder aufs Neue. Da ich ja noch keine Spezialfähigkeiten habe, kann ich nur so machen. Oh, Kohle kommt hier schon zusammen. Dann hole ich mir noch den anderen Scheiß. Slimy! Läuft bei mir. Wo steht meine Kohle da oben?
Ich hatte ja anfangs, als ich sofort verreckt bin. Nee, das ist absolute Mobbelkotze, aber witzig finde ich schon. Es gibt auch einen zweiten Teil von dem Spiel. Und das ist jetzt wie bei Link 2. Ah, hier kann ich mal speichern und kann wieder zurück. Weil ich muss ja da oben noch weitermachen. Ich brauche nur mehr Kohle. Oh, ist das niedlich, ey. 20 Minuten Aufnahme, 1 GB. Voll gut. Das kann ich von anderen Spielen nicht behaupten. So. Das ist immer noch verdammt laut, ne? Gar keinen. Soll ich denn hierher kommen, was? So, jetzt habe ich 500. Gucken wir mal, was da zustande kommt. Aber auch dieser saubere Übergang. Ohne Scheiß, das ist geil. Kaufen. Seltene Karte. Kostet 500. Eine neue Karte und Doppelzwillinge. Oh nein, das war verlassen. Ich muss immer raus zum Kämpfen. Ich brauche noch Phönixfedern und Tränke. Na gut, ich habe die seltene Karte gekauft. Das sind ja nur ein paar Kämpfe. So. Der hat mich hart erwischt. So, hin ist er. Das wäre jetzt schon mal ein Trank. Ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, was ich brauche für eine Phönixfeder. Jetzt die Bäume hier. Ein Slimy. Ich überlege gerade, ob nicht Dragon Quest Monster ein Spiel war, was nicht auch von den Final Fantasy-Machern war und nur unter falschen Namen hier bei uns rauskam oder sowas, habe ich gerade im Hinterkopf. Das war auch immer. Kriege ich aber nicht mehr zusammen. Was nehmen wir noch mit an Kohle? Noch hat es nicht. Ich muss aber auch mal leveln. Ist doch auch bei diesen Spielen so. Dass man dann levelt. City. Ein Kampf wird sicher noch hier irgendwo. Oh yeah, das gibt Kohle. Aufhauen. Nehmen wir uns ein bisschen was trinken. Das ist so geil. Ohne Scheiß. Das erinnert mich gerade tierisch an meine Kindheit. Trank kaufe ich erstmal nicht. Kaufen. Das Langschwert. Kaufen. Ah, geht doch beides. Und kaufen Phönixfeder. So. Jetzt gucken wir mal, was ich jetzt an Schaden mache. Achso, das wird automatisch getauscht, okay. Ist ja geil. Los, ein Kampf noch. Ich will ein bisschen Geld haben.
Zack, da ist er hin. So, Trank habe ich ja. Aber dann will ich auch einmal bei der Wirtin schlafen. So, für 10. Ist ja immer das Gleiche. Dunkel, hell, dann ist man wach, man hat wieder volle Energie, es wurde gespeichert, normalerweise. Wollt ihr, ja. So, dann ist das schon mal alles safe. Und jetzt müsste ich aber, ich habe das Langschwert, ich habe die Phönixfeder. Ich denke, das war auch der einzige Sinn jetzt hier hinter. Man sollte erstmal ein bisschen kämpfen, um sich die Sachen leisten zu können. Jetzt müsste ich aber eigentlich doch auch weiter können, oder? Ich habe das Langschwert, aha. Nehmt euch auf den Weg zu den Höhlen vor dem Monster in der Nacht. Hilfe. Oh. Ich habe gehört, wie jemand um Hilfe gerufen hat. Sie wurde wohl von diesem Monster angegriffen. Oh, hart. Oh, hart. Oh, hart. Oh, hart. Oh, hart. Sind Maulwürfe mit einer Blume auf. Yay! Danke, dass ihr mich vor diesem Monster gerettet habt. Ich brauche den Kristall aus der Höhle, um mein Heimatdorf zu retten. Helft ihr mir? Ja. Hier scheint im Szenario die richtige Verzweigung zu fehlen. Wie heißt sie? Karis. Wie nennen wir sie denn? Kakeline. Kakeline hat sich dem Team angeschlossen. Ding, 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 ding. Ich will noch einen Kampf hier draußen haben, bevor ich da reingehe. Was geht denn hier hinten noch? Kakeline, was geht hier? Oh, gar nichts. Das ist ja fies. Hä? Versteckte Wiese. Geil. Karte Schleim, eine neue Karte, um Doppelzwilling zu spielen. Also Doppelzwilling wird irgendwie wirklich so ein Spiel sein. Was ist das hier? Oh, Baby. Versteckte Höhle. Ich kann nicht schlagen. Wow. Oh, Magie. Heil. Ich habe noch keinen Namen, weil... Der Held braucht keinen Namen. Das wissen wir ja. Da ist nichts. Die sollen mal leveln, die People. Was soll denn das? Wieder harte Wühlmäuse. Hau drauf. Ist ja immer so, dass das Kloppen von der einen nichts bringt. Ihr habt 50 Glied. Da steht Glies und nicht Chills. Los, Kakeline, mach ihn kaputt. Ihr habt einen Trank gefunden. Was? Die Invasion der untoten Katzen von I. Schrödinger. Ein Bestseller bei Amazon. Sehr witzig. Der Sound, Leute. Ich muss das leiser machen. Das geht gar nicht. Für die nächsten Aufnahmen. Falls da noch was kommen sollte. Ihr entscheidet das. Also das ist jetzt erstmal ein Stundentest. Dann könnt ihr reinschreiben, ob ihr von Evolent sehen wollt. Ich find's cool, keine Frage. Und dann würde ich da auch noch ein bisschen mehr von aufnehmen. Vielleicht sogar vollwertig.
Mir wird ja eigentlich immer gesagt, dass ein Stundentest für viele nichts ist, weil eine ganze Stunde Video wollen sich heutzutage nicht mehr viele Leute angucken. Ihr wollt alle immer nur 10 Minuten Spaß und dann war's das. Ihr wollt diese Langzeitsachen gar nicht mehr. Aber ist es nicht viel besser, immer eine Stunde am Stück zu gucken, anstatt einfach immer nur so 10 Minuten Parts? Ist doch kacke. Mega kacke. So, das war's. Los, nochmal das scheiß Ding kaputt machen. Auf jeden Fall haben wir gleich genug Geld. Beim nächsten Mal kann sie auch nochmal magieren, wenn damit wir geheilt sind. Hier ist nichts. Nee, das war schon mit der Geheimwiese. Ah, es lohnt sich also immer auch mal woanders hinzugehen. So, jetzt in die Höhle. Dann passt es doch. Angriff 20, Verteidigung 5, Magie und bla 5. Oh, wir müssen den Kristall finden. Seine Kraft kann eure Wahrnehmung der Welt verändern. Und mit ihm könnt ihr das Böse, das mein Dorf bedroht, bekämpfen. Übrigens fällt mir gerade auf, dass ich nie gefragt habe, wie ihr heißt. Klink. Natürlich, also ich bin immer Alex gewesen. Und schon ganz früh so. Auch schon auf dem Super Nintendo. Endlich merkt das Mädchen, dass ihr ein echtes menschliches Wesen seid. Hier darf ich wieder so hauen. Boom. Höhlenmonster. Hoppla, die Höhle scheint bewohnt zu sein. Oh, was haben wir denn da? Du hast nur Heil, ne? Ja. Geht ja mal. Oh, toll. Wow. Jetzt fehlt mir so eine Dingsleiste. So eine Aufladeleiste. Kann ich jetzt auch hier irgendwo speichern, weil das ging eigentlich dann auch, ne? Oha. Alter! Ist das Absicht? Boah! Ätzend sowas. Natürlich sowas. Obwohl hätte nochmal heilen können. Fuck, schon wieder habe ich es nicht gemacht. Erfahrungspunkte. Jetzt bekommt ihr fürs Kämpfen EP und steigt zu neuen Stufen auf. Na, endlich. Drei EP gekriegt. Was sehen wir? Alex hat Stufe 2 erreicht, sein Wert für Angriff wurde erhöht. Kakelina hat Stufe 2 erreicht, ihr Wert für Verteidigung wurde erhöht. Oho. Habe ich irgendwas übersehen? Oh, seht ihr, ich hätte was übersehen. Wieder so ein Stern, aber hier kommt. So, du greifst wieder an und Kakelina heilt uns. Am Mucke! Gut eingängig. Und das hier ist echt so absolut verrückt. Secret of Mana und alles. Echt. Du machst das, Alex. Du machst weiter heil. Okay.
2, jawohl. Läuft bei mir. Lebensquelle. Etwas frisches Wasser heilt vielleicht eure Wunden. Oh, warte wieder. Ja, Spiel speichern, klar. Ist echt super witzig, wie diese ganzen kleinen, feinen Mechaniken von Rollenspielen hier so zum Einsatz kommen. Cobra Zero. Ohne Zucker. Oh, was haben wir hier? Irgendwo ist irgendwas passiert. Okay, aber wo? Voll gut. Och man! War das echt früher so nervig mit den Scheißkämpfen? Eine neue Karte für Doppelzwilling. Ich bin ja schon mal froh, dass das nicht so ein Roguelike-Spiel ist. Sondern dass man hier auch wirklich speichern kann und weiter kann. Wow, Level 4, ich werde immer besser. Wir haben den krass großen Kristall. Ihr habt den Wächter des Kristalls aufgeweckt. Wow. Der hier sieht mächtig aus. Kakelina sagt, viele Jahrhunderte lang wachte er über den Kristall. Er scheint jedoch von einer bösen Macht, entschuldigt bitte, verdorben worden sein. Vermutlich von derselben bösen Macht, die mein Heimatdorf angegriffen hat. Holen wir uns den Kristall, wir brauchen seine Kraft, um zu kämpfen. Das ist ein guter Plan. Wollen wir ganz kurz gucken, wie spät das war. Junge, wir kämpfen trotzdem. Kannst du auch erstmal draufhauen. Aus der Animation schon sieht er viel gefährlicher aus. Sieht vorne aus wie in so einem Pimmel. So, da hätte ich. Heiler heilen. Kannst auch nochmal angreifen. Wenn die mal Baum ist. So. Jetzt wäre aber auch dein Angriff, weil dann geht's daneben und der ist wieder da. Was war das denn? Wow! Kakeline, komm! Jetzt wieder nur mit Heim, würde ich gerade sagen. Und 20 EP gewonnen. Die Kraft des Kristalls wurde aktiviert. Spiel durchgespielt, das war's. Vielen Dank für eure. Nein. Ihr haltet eine komplette dritte Dimension. Eieieiei. Wow. Das ist die Bitmusik. Voll geil. Herzen, ihr werdet nicht mehr mit einem Schuss niedergestreckt. Sehr geil, ohne Scheiß. Ein Stern. Also jetzt mal ohne Scheiß, Leute, das ist doch der Hammer. Habe ich das nicht früher gespielt? Zumba.
Die Animationen sind echt gut, außer das. Das wäre wahrscheinlich mit dem Controller ein bisschen weicher. Blut und Gedärme fehlen. Das ist auch Evolution des Genres, ja. Das ist auch immer gewalttätiger. Dann auch noch so anvisieren wie bei Zelda Ocarina of Time kommt. So, verfickter Stein. Aha. Passiert gar nicht, ich habe ein Schwert, ich komme hier lang. Cocoon. Auch wieder eine neue Karte. Das ist so ein schiefer Ton in der Mucke. Der mich hier ist mal wieder aufregt. Hier bin ich gekommen, also Quatsch. Okay, Dauerfeuer hat er auf. Dann habe ich die Taste gedrückt. Scheiße, geht's gar nicht weiter. Ich brauche langsam mal was, um Steine zu zertrümmern. Oh, da geht's weiter. Was jetzt noch fehlt, ist so ein Zelda-Special-Move, wenn ich schon alle Herzen... Oh, du Vollarsch! Wenn ich schon alle Herzen voll habe, was ich jetzt ja nicht mehr habe. Dass ich dann irgendwie schießen kann. Das hatte schon das erste Zelda. So sieht alles der echten Welt schon ähnlich aus. Gepixelte Texturen. Naja. Aber gerade dieses Comic-Weiche irgendwie netter. Finde ich, sieht das hier schon so ein bisschen abgefuckter wieder aus. Aber ja, es stimmt schon, natürlich. Dadurch, dass es dunkel und hell wird. Dimensionsstein passiert. War ja schon immer so klein, ihr seid wieder am Spielbeginn. Der Dimensionsstein versperrt den Weg. Versucht es mit dem Pfad im Osten. Ja, jetzt weiß ich, wo ich bin. Dieser Pfad ist nur für... Ja. Hier durch. Komm ich ja nicht hin, verdammt. Schön, wir sind die ganzen Brücken und das Ganze. Also ich finde das wirklich nett. Aber jetzt renne ich doch wieder ganz zurück. Nur halt in Super 3D Ultra Grafik. Jetzt auch nicht weiter. Kettensteine. Oh, hier ist was auf. Lebensbonus. Monster werfen jetzt kleine Herzen ab, mit denen ihr euer Leben auffüllen könnt. Okay, hier war ich also doch noch nicht. Kamerazoom. Ihr seht total cool aus, wenn ihr einen neuen Gegenstand erhaltet. Du Arschloch. Sah so aus. Wow. Ein Stern. Wenn ich jetzt auf Tab drücke, sieht es wieder so aus. Bogen und Bombe kommt anscheinend auch noch. Okay. Wir müssen ja noch bockschwere Dungeons kommen. HD-Texturen, feinkörnige Anzeige, dafür braucht ihr eine gute Grafikkarte. Wow, wow, wow. Das Schwert sieht geil aus. Wow, das Mädchen ist da. Die Nora-Mine liegt im Süden von hier. Wenn wir es schaffen, sie zu durchqueren, erreichen wir mein Heimatdorf. Ich hoffe, hier geht es allen gut. Beeilt euch bitte, mein Held. Hätte jetzt Alex stehen müssen.
dreidimensionale Welt. Die Welt ist nicht mehr flach. Die Mine. Da haben wir noch einen Dungeon. Jetzt könnt ihr die Noramina forschen, okay. Anscheinend will man mir sagen, dass es hier lang gefährlich wird. Okay. Komm hier auch nicht lang. Es fehlt noch so eine Laufentaste. So wie bei Zelda, wenn er so. Also Link. Ja, wenn Link, wie bei Zelda, mal losgelaufen ist und dann. Oh, hier ein Herz. Yay. Zerbrechliche Töpfer ist da. So, das heißt, jetzt muss ich da irgendwo. Die Tür ist anscheinend verschlossen. Wir müssen einen Weg finden, um sie zu öffnen. Ich zähle auf euch. Ja, danke. Druckplatten ist wohl nicht gerade Fort Knox. So, kann ich die splitten? Dass einer rübergeht, einer nicht. Nein, es reicht mit einer Person. Wow, it's fantastic. Was? Türmechanismus? Türmechanismus, oh Gott, man fragt sich, warum sie überhaupt Türen haben. Ich habe Türmechanismus, also so als ein Wort. Roter Zauber, seine Fähigkeit. Kleidung schnell zu trocknen. Arschko. Fallenraum, hoppla, vielleicht hättet ihr nicht hier reinkommen sollen. Ist ja auch so Standard-Zelda-mäßig. Mit sehr viel Liebe zum Detail haben wir das alles übernommen. Wow, ich habe einen Schlüssel. Rat mal wofür. Ich habe den roten Zauberer noch nicht gekillt. Ich will trotzdem nochmal zurückgehen. Weil da waren noch viel, viel mehr Töpfe. Ganz am Anfang da. Sehr gut. Und mehr Energie. Es wäre jetzt auch echt übel. Da kann ich nichts kaputt machen. Es wäre jetzt auch echt übel, wenn man hier auch nur noch ein Leben hätte und bald draufgehen würde. Skelett. Immer von den Seiten rein. Wie komme ich da rüber? Das kommt erst später, ne? Ich sehe etwas im Wasser. In der Nähe muss es noch einen Mechanismus geben. Danke dir. Irgendwie, irgendwo, irgendwas. Vielleicht kann ich die Feuerdinger auch kaputt machen. So, jetzt ist da alles hochgekommen. Jetzt muss ich. Aber da ist nichts hochgekommen. Verrückt. Labyrinth. Lauft immer nach links oder war es rechts? Testen wir mal. Immer nach links laufen. Jetzt muss ich aber hier lang. Das hätte man doch wenigstens verändern können, dass die also nicht solche Fehler, die es sowieso schon auch in den alten Spielen gab, dass so Herzen so mitten auf dem Wasser liegen bleiben. Verfickt. Na, ist das etwa ein Schlüssel? Ich habe sogar jetzt eine Nase, sehe ich gerade. Aber trotzdem nochmal hier lang, jawohl. Wieder ein versteckter Stern aus dem Evoland.
Ich finde, es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Und er freut mein Retro-Herz ungemein. Ich habe jetzt gefunden. Ah, fuck. Hin bist du, Skelett. Verschiebbarer Klotz sieht schwer aus, passt auf euren Rücken auf. Ich dachte, jetzt kommen Gegner von hinten. Aber ja, klar, Rücken war schwer und so. So, da ist ein Klotz, das schieben wir gleich mal rein. Endboss-like hier schon fast gewesen. Oh, haben wir es jetzt. Oh, leck mich doch. Ihr Penner. Mal eins raussuchen. Oh, du Arschgeburt. Oh, mein Gamepad war schön. HD-Interface. Leb wohl, reizende Pixel. Willkommen, Anti-Aging. Oh, ist doch trotzdem immer noch so. Ach so, da oben der Rucksack und so. Alles klar. Oh, im letzten Raum gab es jede Menge Monster. Die Schrift jetzt gerade. Ich hoffe, ihr seid nicht schwer verletzt. Leider bin ich beim Kämpfen keine große Hilfe. Lasst mich zumindest eure Wunden heilen. Oh, läuft doch alles bei mir. Muss ich dem direkt ins Gesicht hauen? Ein toller Ort, um unsichtbare Monster loszuwerden. Oh, Arschloch. Na komm. Na komm. Oder rechts? Eines von beiden. Rechts. Ach, Kacke. Och, Junge. Oh, 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 oh. Okay, nächste. Wahrscheinlich wäre ich auf links gegangen, wären die doch sicher auch gekommen. Oder vielleicht nicht. Man weiß es nicht. Wirbelwind, ein sanfter Wind. Ich dachte, wenn ich ganz rechts gehe, dann werde ich nicht so frei. Lichträtsel. Ohne Schild ist das mega kacke. Ohne Schild ist das echt richtig abgefuckt. Und dann sind ja auch noch zwei von diesen Missgeburten. Okay, da ist vielleicht der Bossraum. Oha.
Wow, 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 wow. Warte mal, wofür? Ah, da gibt's nichts mehr. Puh. Anspannung. Oh, ein Safe Room. Yeah. Hier verwandelt sich ein kleiner Obsidian. Okay. Freigeschaltete Lava. Die hier verwandelt sich in kleine Obsidian. Okay. Einmal rüber, weil es jetzt Lava gibt, ja. Einfach nur so als netter Eyecatcher. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Pass auf, wo ihr hin... hintretet? Hm. Oh, Sau. Oh, ist das bekackt. Automatisches Feuer, ein gutes Timing ist der Schlüssel zum Erfolg. Oh, Vollidiot, ich hab's nicht gesehen. Ah. Super Timing, einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen, einfach laufen. Ah. Okay, hat gepasst. Ah, wieder so ein Kampf. Ja, alles, natürlich. Alter. Bescheuerte. Jetzt verkacke ich sogar schon gegen Fledermäuse. Was noch fehlt, ist Gegnerkollision. Dass so ein Feuerheini auch mal einen Gegner mit abschießt. Aber nett, dass, oh, nett, dass es hier genug Herzen gibt. Oh, Arschloch. Oh. Ja, jetzt muss ich aber auf jeden Fall, ich habe gerade auf den Wecker geguckt, Leute. Zur nächsten Speicherstation muss ich aber noch. Weil, auch wenn es jetzt schon 58 Minuten sind, ich kann ja nicht einfach so beenden. Also Speicherpunkt brauche ich noch. Boss-Türschlüssel. Klar, jederzeit. Wahrscheinlich kann ich nach dem Boss abspeichern. Vielleicht kapiere ich aber auch beim Boss. Das ist immer egal. Ich habe auch gesehen, da oben gab es noch irgendwas für Bomben. Warum habe ich denn noch keine Bomben? Ah, auch schon wieder so ein Bombending. Ich muss da drüben nochmal hin. Da ist doch was hochgekommen. Also ich muss jetzt einmal hier lang laufen, es tut mir leid. Hier komme ich nicht hin. Wo war denn das andere Wasser? Da. Kann ich hier die irgendwie verschieben? Passiert nichts, ne? Okay, vergesst es. Hier gibt es dann halt noch geheime Räume. Da komme ich dann rein, wenn ich wahrscheinlich Bomben habe. Vielleicht kriege ich die jetzt auch gleich beim Bossgegner. Macht des Bösen vor uns ist stark. Hoffentlich ist es nicht noch ein furchtbares Monster. Vielleicht ist es diesmal ja niedlich. Kakelin, da kommt etwas.
Ihr kommt nicht vorbei. Hey, der sieht aus wie ihr, Alex. Ist das ein echter Feind oder bloß ein Schatten? Was euch immer es, was auch immer sein mag, wir haben keine andere Wahl, es zu bekämpfen. Ja, ist klar. Gewöhnliche Angriffe scheinen mir nichts anzuhaben. Ich muss also hier an der Wand stehen. Damit er hier so... Oh. Ist ja voll bekackt. Ich muss ihn sechsmal treffen. Oh Scheiße, das verkacke ich jetzt. Weil er echt viel konnte. Mit seinen ganzen Fähigkeiten. Aber seht ihr die ganzen Statuen? Die sieht aus wie meine Kakeline. Bitte Bomben! Legendäre Schwert. Ey, das sieht aus wie aus Final Fantasy 7. Sieht schwer, aber dafür sehr cool aus. Erinnert es euch an einen alten Helden, ja? Hier sehen alle aus wie Kakeline. Ich spüre frische Luft von draußen. Ich glaube, wir haben den Ausgang der Noria-Minen erreicht. Schnell, zu meinem Dorf. Hoffentlich ist es nicht zu spät. Kann ich jetzt nochmal speichern? Ich will jetzt speichern. Halte durch, bis die vierte Dimension eintrifft. Wow! Voll geil. Ey, ohne Scheiß, das ist richtig cool. Das ist mega cool. Alter, wie ich das feier gerade. Wow. Atui. Ja, Kakeline, es wäre jetzt gut, wenn du mal für uns reicht. Oh, der lebt immer noch. Sieht gut ab. Gleich immer noch mal kloppen. Oh, der ist hier. 400 Kill, Alex hat Stufe 5 für den Wert des Angriffs, Kakeline hat Stufe 5 erreicht, den Wert des Angriffs. Bei anderen Spielen konnte man auf der offenen Karte speichern, das geht hier nicht, das ist doch bekackt. Mein Gott. Ist das das Dorf? Oh ja. Also die Pilzköpfe sehen schon eklig aus. Wieder fast komplett hergestellt sein. Ist das das Dorf? Vorgerenderte Hintergründe. Eine neue, viel detaillierte Art der Darstellung. Wow.
Endlich sind wir zurück. Hoffentlich geht es allen gut. Ich bin froh, dass das Dorf nicht von der Ödnis verschlungen wurde. Reicht die Kraft des Kristalls aus, um uns zu retten? Ja, meine lieben Freunde, hier vorne ist ein Speicherpunkt. Da gehen wir jetzt nochmal hin. Abgespeichert. Möchte ich zurück? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte genau so das Bild lassen. Ob der Kristall die Ödnis fernhalten kann oder nicht, seht ihr möglicherweise, wenn euch das hier gefallen hat, im nächsten Part von Evoland. Und allgemein könnt ihr ja mal reinschreiben. Das war jetzt halt so ein Antesten, so eine erste Stunde mit oder eine Stunde mit Evoland. Und schreibt's mal in die Kommentare. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und verbleibe. Haut rein und bis dann. Ciao, ciao.